Einen schönen guten Abend, ein herzliches Willkommen und Hallo zu einer weiteren Folge Banished. Diesmal drücke ich auch den Aufnahmeknopf. Mir fiel jetzt eben nach einer Stunde Banished spielen auf. Mann, du hast ja überhaupt kein Video dazu. Ich hatte nur Ton, aber den erspare ich euch. Es ist viel passiert. Also wir haben jetzt vier Felder, wir haben mehrere Häuser, wir haben eine Schule, wir haben einen Schneider, wir haben hier oben Forester's Lodge, Gatherer's Hut. Die Erkenntnisse der Stunde, die wir, also die ihr leider verpasst habt, ich durfte sie erleben, ist, Gatherer's Hut ist cool, weil 2500 pro Jahr Nahrungsproduktion, das ist eine ziemlich krasse Nummer. Also wenn man sich das hier mit so einem Feld vergleicht, so ein Feld hat um die 1000. Also wenn es optimal läuft, ein bisschen mehr, aber ihr merkt, wo die Reise hingeht. Auf jeden Fall, diese Gatherer sind echt übel. Echt üble Nahrungsproduzenten. Ja. Ja, warum hat das Ganze nicht funktioniert? Ich habe vergessen, eine Taste zu drücken. Also von daher machen wir jetzt einfach mal noch eine Viertelstunde oder halbe oder was auch immer dabei rumkommt. Eine Stunde spiele ich ja schon ohne eure Anteilnahme. Tja, und was könnte ich jetzt noch sagen? Und zwar, wir hören Kevin MacLeod. Tiny Fugue. Fuge? Die kleine Fuge. Die großen Fugger und die kleine Fuge. So, warte mal, das muss ich hier noch machen. So. Weil da oben liegt Iron. Ich brauche demnächst Iron. Und damit die Leute hier schnell von A nach B kommen, mache ich noch zwei, drei Brücken hin. Ich warte auf den nächsten Jäger, um mehr Leder zu farmen, um dann den Schneider, den wir inzwischen auch haben, mit mehr Leder zu versorgen. Auf Iron is low. Ja, wenn die Brücke fertig ist, also im nächsten Winter spätestens, gehen wir mal hier auf ein bisschen auf Speed. Dann, wir könnten auch sagen, diese Brücke hier hat Priorität. Mal gucken, wann es soweit ist. Weil aber alles andere, was wir dafür brauchen, für diese Blütenbrücken, das ist sowieso alles schon da. Das muss nur noch gebaut werden. Wir haben das Food Limit erreicht. Oh, scheiße. Ah. Oh, 20 draus. Kann er gleich 50 draus machen. Ist doch egal. Also sie sollen hier so viel Nahrung anschaffen, wie sie können. Wir brauchen sie ja. Wir wollen ja wachsen. Mann. Ihr könnt es euch nicht mal vorstellen, was wir hier für eine Hungersnot hatten. Und das der einzige Fehler, den ich gemacht habe, war, keine Gatherer's Hut zu bauen. Diese Dinger sind scheiße effektiv. Ich hatte zwei Fischer. Hier den Herbalist, den müssen wir auch nochmal umziehen. Davon hatte ich auch einen hier drüben. Da sind die ständig hier im Wald gerannt, um sich Herbs zu holen. So ein Schwachsinn, sage ich euch. Also... Unsere Einwohner sind echt nicht die hellsten, obwohl sie mehr und mehr ausgebildet sind, dank der Schule. Und jetzt hier Forester. Ja, das ist gut. Das ist gut. Wir haben keine Überbelegung mehr der Häuser. Wir hatten hier Häuser mit 6-7 Leuten drin. Was geht, aber war jetzt auch nicht so doll. Da kommt einer vorbei, haut dreimal drauf auf die Brücke und geht wieder. Du. Kevin mit Layout. Juniper. Du. So. Babab. Wie meine Tochter zu sagen pflegt. Babab. Ist auch eine schöne Aussage. Finde ich zumindest. Babab.
beschreibt so vieles im Leben. Ähnlich wie das von Ruto heute oder gestern, keine Ahnung, diese Woche auf jeden Fall ins Netz gestellte Video. Derp. Whoever watched it knows what I mean when I say derp. So, Firewood is low. Na, haben wir es doch endlich. Wir haben jetzt so viele Leute hier, die brauchen mehr Feuerholz. Move Road. So, diese da muss weg. Oh, ey. Die rennt hier von rechts nach links, von oben nach unten. Das Tool-Limit ist eigentlich auch erreicht. Hm. Firewood ist echt low, also ich brauche einen zweiten Holzschnitzer. Hm. Gabra ist einer weggestorben. Könnt ihr jetzt das Protokoll noch anmachen, dann würden wir das auch sehen, wer da hier geht und kommt und so. Aber ehrlich gesagt, scheiß drauf. So, wir haben Frühling und wir haben immer noch 12.000 Nahrung. Das ist echt gut. Das ist echt gut. Wir haben Überproduktion. Endlich. Jetzt müssen bloß die Kinder hier alle noch heranwachsen, dass wir dann wieder Arbeiter haben, um zu expandieren. So, und was haben wir nicht? Wir haben keine Herbs und wir haben kein Eisen mehr. Aber die Brücke ist fertig. Ergo, da wir Überproduktion haben, geht hin und holt euch den Scheiß. So. Da ist auch gleich ein Lagerplatz, das ist auch nicht schlecht. Bauen wir denn noch? Wir bauen den. Der hier braucht nur noch zwei Hammerschläge, das ist der auch durch. Mhm, da ist er. Hunter 6 bräuchten wir eigentlich. Machen wir erstmal Hunter. Bilder. Achso, der musste immer hin und her rennen. Gut, also auf jeden Fall. Haben wir gleich wieder Eisen, das ist gut. Dann brauchen wir noch einen Woodcutter, ganz wichtig, weil sonst. Ja, wobei, der schafft es jetzt. Müssen wir das Limit einfach mal nur 400 höher setzen. 100 hoch, auf 400 hoch setzen. Verdammte Scheiße. Das kommt davon, wenn man eine Stunde aufnimmt, aber nicht aufnimmt. Ich könnte mich so ärgern, ja? Da quatsche ich in einer Tour und erzähle hier, erkläre. Mach hier den Erklärbär vom Herrn, ja? Und was ist? Dann stelle ich fest, oh, cool. Das Tal des Eisens. Und direkt hinter diesem, oh, schön. Dahin können wir expandieren. Hier auf diese kleine Insel lohnt sich fast gar nicht. Da könnten wir da drüber. Durch den Berg da. Das lohnt nicht richtig. Aber ja, wir warten auf Kinder oder auf Arbeiter. Früher Herbst. Die Ernte stimmt. Hm. Ein Woodcutter mehr wäre auch nicht schlecht. So, Brücken haben wir jetzt mehrere. Und jetzt hier wird ordentlich eingesammelt. Was? Storage Capacity. Echt alle drei? Krass. Scheiße, Mann. Hatte ich jetzt auch nicht mitgerechnet, dass das schon wieder passiert. Ja, ja, ja. Mal hier einfach nochmal einen zweiten Storage bauen für eben gerade sowas wie Kartoffeln. Da ist ein Arbeiter. Der wird Hunter. Weil ehrlich gesagt, Fischer brauchen wir nicht. Also. Ja, soll hier vergehen. Soll alles vergehen, ist egal. Können sowieso nichts mehr lagern. Und das Winter, das ist ja quasi wie Kühlschrank. Und ja, ich brauche noch eine Mute-Taste.
So. Ich nehme auf. Das ist so unglaublich. Ich gucke jetzt. Warum ist mir das eine Stunde lang nicht aufgefallen? Ihr könnt mich aufregen. Döp, 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 döp. Ah, so ein Scheiß. Wird das jetzt langsam mal hier... Oh, Steine fehlen. Achso, weil die hier alle oben die Ressourcen rauskloppen. Aber jetzt habe ich erstmal wieder fast 200 Iron. Das heißt, die Eisenvorräte sind auf jeden Fall da. Und das sieht schon mal gut aus. Was ist jetzt leer? Firewood, ja. Ich wollte ja auch einen Woodcutter. Woodcutter. So. Früher Frühling. Early Spring klingt irgendwie besser als früher Frühling, oder? Firewood is low. Also das heißt, wir verbrauchen... Warte mal. Wie viel schafft er denn? Der hat in diesem Jahr 500 Feuerholz produziert. Und es hat nicht gereicht. Na, so eine Scheiße. Wir brauchen First... Wir brauchen alles. Studenten. Ja, und das Fleisch liegt da wieder am Wegesrand rum. Weil das Ding voll ist zu 100%. So, das ist jetzt fast gebaut. Dann hoffen wir mal, es entzerrt sich über die Zeit. Das ist leer. Es müsste sich eigentlich entzerren. Weil jetzt hier sind noch 5000 Kartoffeln drin, ja. Aber diese... Ja, hier wird jetzt gerade alles abgeliefert. Müssen sie zwar alle ein bisschen weiter laufen, aber scheiß drauf. Das Ding ist ja auch voll. Das ist gut. Das ist sehr gut alles. Der Taylor, Mann, der ist mal fertig. Der hat echt 50 Sachen. Der Blacksmith sieht auch gut aus. Das könnte man jetzt hier noch... Warte mal, ich mach mal noch mal. Ist doch nur Holz. So. Jede Menge Brücken rüber. Scheiß drauf. Ist bloß die Frage, wie man das hier macht. Den Brückenschlag hier rüber. Und vernünftig. Nach einer Stunde könnte ich auch mal die Perspektive auf diese wechseln. Ist doch auch schön, ne? Sieht ja auch gut aus. 100% voll, ey. 100% voll. 100% voll. So. Ich mach mal hier noch einen hin. So, als breiter ist auch okay. So. Und die rote Straße ist nirgendwo. Weil hier vorne will ich eigentlich meinen Trading Post hinsetzen. Drei Arbeiter. Mann, das heißt, wir haben Gatherer voll. Wir haben Hunter noch nicht voll. Na gut. Das ist
fast wieder voll alles. Ja gut, das ist das Food-Limit, was wir uns selber gesetzt haben mit 50.000. Brauchen wir uns nicht wundern, dass die auch versuchen, das voll zu machen, ne? Ja, jetzt verstirbt hier ein bisschen was, aber scheiß drauf. Wir haben echt jede Menge Scheiß. Vor allem, wir können noch Felder erweitern, wenn wir wollen. Wobei ich jetzt eher zusehen würde, dass ich Gabbra kriege. Die scheinen mir irgendwie effektiver zu sein. So, und das soll es auch schon gewesen sein für die erste Folge. Spielen wir mal Banished. Also eigentlich wäre es ja jetzt die fünfte gewesen. Es tut mir so leid, dass ich nicht auf Aufnahme gedrückt habe. Gut, also dann sehen wir uns gleich in der nächsten Folge. Bis dahin. Bis denn. Ach, schon wieder alles voll. Ist ja unglaublich, wie die hier performen. Das sind Performer vom Herrn. Bis in die nächste Folge. Bye, bye. Schon wieder voll. Bye, bye.